Walter Gilman ist sogar markiert. 7 Tage. Da sind wir gerade durchgerannt. Also irgendwo war dazwischen nur noch was zum Aufsammeln. Ich weiß nicht, was es war, ob es einfach Petroleum war. Ich hoffe jetzt einfach, es war nichts Wichtiges, keine Notiz oder sowas. Ich wollte jetzt einfach nur durchrennen. Also das ist der Satzschlüssel. Hier ist alles soweit zu. Nach draußen können wir ja jetzt nicht mehr. Da lauern ja irgendwelche Hausbewohner. Also. Also, der eine Typ ist in die Luft geflogen. Was haben wir jetzt noch? Dame. Huse, Hochzeit. Und einen Typen mit einer Spitzhacke. Wer auch immer der Typ mit der Spitzhacke ist. Und offensichtlich kommen sie zumindest nicht hier rein. Vielleicht hält unser Portier sie noch ein bisschen ab. Er war ja auf unserer Seite. Will er echt nicht wieder raus. Jesus! The key for room 203 is missing. But maybe. Maybe I can get there from room 202. I must find out how much Gilman knew. Was ist wer da? Der Raum nicht für dich? War doch zugebaut. Ne, der Raum war das, der zugebaut war. Ja, das war ein guter Typ. Also rennt jetzt eine hohe Dame und ein Typ mit einer Spitzhacke hier rum. Da ist gleich runtergerannt. Das ist die dritte Etage, da muss ich nicht hin. Ja? Um 202 müsste ganz da hinten sein, ne? Dieser Typ. Ja, gibt es. Dann kannst du auftauchen, hm? Ich weiß schon, warum ich sie so nah an solchen scheiß Fenstern rumlaufe. Ich will wirklich nicht. Also dieses kurze Flip-Dasein, das wäre hier hingerannt oder so. Ich bin dann hier durch am Fenster. Okay, aber dieses Flip-Dasein. Du kannst halt ungefähr ahnen, wann der auftaucht. Kannst du bitte selig, wenn es nur so ein paar Sekunden sind, aber du kannst dich darauf vorbereiten. Weil der einfach. Okay, runter, okay. Hallo.
Wie die Menschen. Ich doch mal weiter hier, oder? Bin ich hier angelangt? Ich habe keinen Bock mehr auf Jumpscares. Wieder wegrennen oder irgendwas muss ich auf jeden Fall machen. Oh, wollte gerade gar nicht. Achso. Ja, nicht wieder aus. Den Typen haben wir doch schon mal gesehen. From 202, I can easily get to the next room. I need to know how much he has found out. Wie sollen wir denn an den Typen vorbei? Das ist Raum 201. Oder? Kerze dort sollte ich wahrscheinlich sie anzünden. Müssen hier um die Ecke. Das Zeitfenster ist aber nicht gerade groß. Kann ich irgendwas werfen? Der wird uns töten. Was von? Hier. Eins. 3, 4, 5, 6, 7, 7 Sekunden. Mal irgendwo anders verstecken? Kann man gerade irgendwie nicht weiter voranlaufen. Da steht er ja noch kürzer da, oder? Der hat uns gleich. Ja, komm on, töte uns. Ja, hi, grüß dich. Bist tot. Du bist gestorben. Ja. Hab ich gemerkt. Somit kann man ein bisschen arbeiten. Ich dachte echt, ich bin so froh, aus diesem Haus raus zu sein. Ne, ein schönes Hotel. Ist vielleicht alles ein bisschen entspannter, aber das Hotel war. So. Wir wissen ja jetzt, was passiert. Hallo, kleiner Freund. I need to hide.
easily get to the next room. I need to know how much he has found out. Wie soll ich das sonst machen? Ich meine, es ist halt wirklich kurz, das Zeitfenster, ne? Hau einfach ab! Lass die Tür zu. Nein! Er kommt trotzdem. Okay, er kommt trotzdem. Es ist egal. Wie soll ich das machen? Er kommt halt trotzdem. Soll ich mich da... Ich bin jetzt sogar gerannt und das Zeitfenster war zu kurz. Ich hab das halt sofort entdeckt. Kann ich ihn irgendwie ablenken? Zu erschrecken. Den Schrank vor die Tür schieben? Das soll ich auch noch machen? Wie soll ich das alles machen? From 202, I can easily get to the next room. I need to know how much he has found out. Nur was tust du aus dessen? Danke. Bleib einfach da, wo du bist. Dreh durch. Ich glaube, der Schrank hält. Ich hab Bock auf noch einen Jumpscare. Wie gesagt, das ist. Hoffe, es ist nicht meins, aber ich versuche gerade nicht mein Bestes zu geben. Warte. Nichts, was mir noch weiter in, irgendwie in den Ohren schreit, deswegen. Also, wenn ihr auch irgendwelche Bits oder sowas raus, bitte macht es nicht. Wäre sonst Hilfe vergeben. Ich habe ja genug Horror. Ich leide wirklich um genug. So verwirrt, ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir alles reingeguckt haben, wo nicht. So, ich soll jetzt in das Zimmer. Ich rutsch doch definitiv unten ab, oder? Streichhölzer? So viel ist wieder. Ja, der Junge mit den Mädchen? Das Mädchen mit den Schwefelhölzern? Die Geschichte kenne ich. Aber okay. Na gut, wir sind ja männlich.
Container. Mal kurz reinguckt hier. Aber im Game mittlerweile so viel zu. Gilman! Open the door! We need to talk, just you and me. Greetings, Mr. Hyde. Cut the pleasantries. I know what you're up to. I don't really know why you're so upset. I really... You aren't the only hack who thought he could sniff out a scoop. But I'm not looking for a scoop. I just want to sort this out. There's something unsettling going on in this charming little corner of the world. So many people have gone missing, including your friend, Judge John Norton. I want to find him. Please, that's my sole motivation. You can shove him up your ass! You want to prove I'm responsible for his vanishing, because you're just desperately looking for a story that will get you publicity. The word publicity sounds strange, coming from someone specializing in sweeping things under the rug. 2 years have passed since the incident in the mine, and many things still remain unclear. People lost their lives, many others have gone missing since, and you act like it was just a minor incident. It was an accident. A tragic accident that cost the lives of my employees and ruined my business, that's all. Oh, I'm afraid that's not all. Ever since then, people have gone missing in the area. Many people, even guests of this establishment. Enough! I want you out of my inn by tomorrow. Do you hear me? Aber er ist nicht gegangen. I hope the detective left something here. Musste er deswegen sterben? Weil er nicht gegangen ist? Also wenn ja, dann ist der Detektiv auch nicht gut auf mich zu sprechen. Sache nicht viel schöner macht. So, jemand im Schrank. Ich weiß ja mal, was sinnvoll ist im Schrank. Dürfte jetzt auch keiner durch die Tür kommen, solange ich die Notiz nicht gelesen habe. Noch. Detektiv ist anscheinend in der Mine. Die erste Person verschwand kurz nach dem Unfall in der Mine. Mir ist bewusst, dass es in dieser Gegend mit ihren Wäldern, Bergen, Sümpfen und Höhlen viele natürliche Gefahren gilt. Gibt aber, ich glaube nicht, dass hinter all diesen Fällen nur der Zufall steckt. Es fällt mir auch schwer zu glauben, dass die Explosion ein reiner Unfall war. Selbst wenn Jacobs Schilderungen der Ereignisse durch die Ermittler bestätigt wurden. Ein Einheimischer schilderte mir, dass Hyde kurz vor der Explosion mehrere Fässer voll Schießpulver zu seinem Hof transportiert hat. Ich werde mir die Mine genauer anschauen und im Schacht nach Spuren suchen, die Hyde dort hinterlassen haben könnte. Vielleicht hat der Sheriff etwas übersehen, vielleicht wurde er auch bestochen. Hoffentlich komme ich so dahinter, was es mit dem vermissten Teil auf sich hat. The detective went to the mine that day. Nobody knows if he ever came back. Must retrace his steps. There may still be traces of what happened back then. I vaguely remember the accident, but gunpowder barrels, missing people? What's happened here? My father was a cruel man, I can't deny that. But would he be capable of killing in cold blood? I guess I'll have to go down into the mine. Great. That's just great. Nach all dem, was wir erlebt haben, sollen wir in eine fucking gruselige Mine gehen.
Ja, das frage ich mich halt auch. Welche Beweise hatte der Detektiv, ne? Wenn er so entschlossen war? Gibt keinen zurück mehr. Ja. Ich jetzt eigentlich wieder raus, ich muss nach unten. Hingefallen. In der zweiten Etage, glaube ich, ne? Runterin. This can't be real. I must have lost my mind. I think I'm going mad. Wir machen den Weg frei.
Da haben wir es geschafft. Es ist vorbei. Es ist vorbei.